Willkommen beim YouTuber, der nie regelmäßig hochlädt. Peace von Mallorca. Heute mal ein Unboxing, und zwar ein ganz spezielles. Und wir haben einen Special Gast, und zwar die wunderschöne Kathi. Applaus! Hallo. Ein ganz spezielles Unboxing. Ja, was kommt heute? Technik-Unboxing. Technik, aber ich habe die Box. Ne? wir es ist schon spät, und aber wir wollen das unbedingt noch machen. Wir haben hier nämlich zwei coole Boxen. Ich meine, ihr seht es ja am Videotitel. Wir haben Tomorrowland. Das haben wir geschafft! Eintrittskarten, Bänder. Und das ist ein Unboxing von der Box, die uns sozusagen von Tomorrowland zugeschickt wird. Das heißt, hier sind die Bändchen drin und noch Extras, und wir machen das mal zusammen mit euch auf. Ich zeige euch übrigens... mit Wasserfett. Ich zeige euch morgen, ich nehme morgen noch Close-Ups auf von den ganzen Sachen, und ich blende die nebenbei mit ein. Wir filmen jetzt nur das, weil es schon relativ spät. Aber ja, Kathi, mach schon auf. Ich habe mit Wasserfett. Zeig mal, du hast. Dann bestimmt das gleiche, oder? Ich weiß. Tomorrowland vorne. Auch Wasserfett hinten mit so ein bisschen, das glitzert so ein bisschen golden, oder was ist das? Und hier oben noch so ganz viele Buchstaben. Du musst beim Unboxing musst du alles erklären. Ich habe erklärt, dass hier ist Wasserfett. Hier oben sind ganz viele Buchstaben. Was? Noch nicht aufmachen! Kann die jetzt auch mal? Na okay, komm, wir machen zusammen auf. 1, 2, 3. Oh, guck! Das ist der erste Moment. Das ist direkt mal ein Seepferdchen aus Bronze, glaube ich, ist das. Das heißt, wir haben hier oben The Story of Planexis. Tomorrowland hat auch jedes Jahr ein Motto. Ich glaube, letztes Jahr war das ein bisschen wie so ein Zirkus. Ja. Mhm. Wir nehmen jetzt mal hier dieses Bändchen raus. Oh, was ist das? Das ist ein Anhänger. Das ist aber mega hochwertig, ey. Das ist einfach so, ja? Das ist ein Anhänger für dich. Geil. Das heißt, den kann sich jetzt jeder umhängen. Na? Kann jeder auf dem Festival... Muss man dabei haben, oder was? Rumlaufen, und... Das macht was, oder? Das ist eine Pfeife. In seine, du musst in die Nase reinpusten. Oh, das wird so nervig auf dem Festival, ich schwöre. Und hier vorne noch, ich zeig noch Close-Ups nebenbei, hier vorne noch das Tomorrowland-Zeichen, ja? Hast du gesehen? Ich habe so ein Kristall und so. Kristalle drin und mega hochwertig. Steine so, Diamante. Das ist Wasserfett mit Diamante. Schwer? Super schwer, ja. Schwer und... Quali, ja. Quali. Man kriegt was für sein Geld bei dem stolzen Ticketpreis. Wir haben übrigens die Tickets bei eBay gekauft, nachgekauft. Also, aber wir machen erstmal weiter. Was gibt's hier noch? Wird schon rausgenommen? Jetzt gibt's Buch. Also, ja, so eine kleine Anleitung. Auch cool gemacht. Schönes Buch. Und hier haben wir unser Bracelet, unser Armband fürs Festival. Auch hochwertig für ein Festivalband, sag ich mal. So ein bisschen. Aus Leder, würde ich schon fast sagen. Ist aus Leder, ne? Ja. Ist aus Leder, ja. Das riecht auch nach Leder. Hier vorne mit so einem kleinen Tomorrowland-Zeichen drauf. Für all die Leute, die sagen, hey, ich will mein Festivalband immer tragen. Was cool ist, ist halt wie dieser Verschluss hier für die Uhr. Ihr könnt das abmachen und ranmachen, wann ihr wollt. Das heißt, wenn ihr mal protzen wollt, dass ihr auf Tomorrowland wart, könnt ihr einfach das hier ranmachen und festmachen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann macht es halt einfach wieder ab. Und dann müsst ihr es nicht irgendwann abschneiden halt, ne? Und Comfortable Test. Ist es comfortable? Ist weich. Ich sehe gar nicht, dass er am Hand ist. Und mit dem... Kann man dancen? Mit dem Bracelet bezahlt ihr dann sozusagen vor Ort alles. Das heißt, hier wird alles registriert, und hier ist, glaube ich, auch ein Chip drin oder irgendwas. Womit ihr sozusagen überall rein und rauskommt mit diesem Teil. Und sozusagen auch bezahlt. Das heißt, ihr könnt sozusagen hier Geld draufladen, ne? Und dann geht ihr damit überall bezahlen im Festival. Und wie gesagt, wir haben alles über eBay gekauft, weil wir haben keine Tickets bekommen. Also ist mein Kumpel Steve und sein Kumpel, die haben Tickets halt über den Vorverkauf bekommen. Wir leider nicht, deswegen mussten wir zwei Tickets über eBay nachkaufen. War im Nachhinein alles gar kein Problem. Und war relativ cool drauf, alles gut geklappt halt. Und wir haben jetzt halt auch die Boxen bekommen. Und noch eine Sache,
Ich meine, wenn ihr Fragen habt, gerne mal in die Kommentare. Und wir planen so ein kleines, also ich plane so eine kleine Vlog-Serie, wenn wir Tomorrowland, wenn wir dahin fahren. Einfach weil für mich das erste Festival überhaupt ist, für Kati auch so. Also wir gehen gleich ins Größte. Und ich will das einfach festhalten mit der Kamera, so als Erinnerung für uns und halt für euch auch. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Festival, wir planen so ein kleines Tomorrowland Q&A zu machen. Dann haut ihr einfach unten in die Videobeschreibung und dann werden wir uns halt auf dem Festival mit der Kamera hinsetzen und probieren eure Fragen zu beantworten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Tomorrowland, dann haut ihr gerne die Antworten. Vielleicht ist ja von euch noch irgendwer am Start. Irgendwer am Start ist, dann sagt Bescheid und treffen wir uns auf dem Bier. Für uns das erste Mal, wie gesagt. Und ja, wir freuen uns mega drauf. Ja. 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 Kathi, weiß noch nicht so richtig, ob sie sich freut. Aber cool, dass sie sowas machen, ne? Gut, tschüss Kathi. Kathi ist raus. ja, dann wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und freut euch auf die Videos. Wir freuen uns mega. Und wir hoffen, den einen oder anderen zu sehen vielleicht. Und nicht vergessen. Abonnieren, kommentieren. Und die Frage ist in den Kommentaren schreiben. Und da wir werden Tutorial. Kathi muss einen eigenen YouTube-Kanal starten. Wer ist dafür? Daumen hoch. Alles klar. Tschüss. Blindfold off to see what this life's all about.